Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Heute ein Silvester-Special. Ich bin jetzt bei meiner Mama und wir verbringen zusammen den heiligen Abend. Den Silvesterabend und es gibt jetzt Abendessen, logischerweise, aber vorher zeige ich euch noch, was es bei mir zum Frühstück und zum Mittagessen gegeben hat. Zum Frühstück gibt es eine Mandarine und 4 Reiswaffeln, die ich eigentlich mit Erdbeermarmelade und Butter bestreichen wollte. Aber dann habe ich festgestellt, dass meine Marmelade aus ist, deswegen gibt es jetzt Butter und Honig dazu. Bei mir gibt es jetzt Mittagessen. Ich esse 3 Scheiben Brot mit Mairie Frischkäse in der Geschmacksrichtung französische Kräuter. Dann noch etwas Gurke mit Salz und der Balsamico Essigcreme und etwas Paprika. Aber das Essen wird kalt. So. Oder zu weich. Der Salat wird kalt. Schön. Als Vorspeise gibt es wie immer einen Salat, und zwar Chicorée-Salat, Feldsalat, Paprika, Tomaten und etwas Quark und Gurke. Guten Appetit! Jetzt gibt es die Hauptspeise. Gemüsepizza, die habe ich mir gewünscht. Lecker belegt mit Zucchini, Mais, Paprika, Karotten, Ananas, Artischocke, Zwiebel, was haben wir denn? Nur Zucchini. Getrocknete Tomaten, hast du gesagt. Getrocknete Tomaten, Paprika, Mais. Ist das wie bei den Peter Pan machen, die Piraten, wo dann getanzt haben? Wir haben jetzt Nachspeise. Ich kann schon kein gutes Deutsch mehr. Also bei uns gibt es jetzt Nachspeise. Schokopudding, Vanillejoghurt, Sahne, Mandel, Streuselsplitter und eine Schokowaffe. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Gut. Bei uns gibt es jetzt eine Bowle ohne Alkohol, die hat meine Mama selbst gemacht, eine Fruchtbowle mit Ananas und Kiwi, Orangen und ein bisschen Knapperzeugs, Chips und Salzbrezeln. Okay, das war, was ich an Silvester alles gegessen habe. Was gab es bei euch an Silvester zu essen? Klassisch ist ja eigentlich Raclette. Ich glaube, Raclette gibt es viel. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr an Silvester gegessen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss! Der Duft ist nach wie vor absolut fantastisch. Also man würde es am liebsten essen.